Hallo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog hier. Heute habe ich mir überlegt, will ich aufgrund dieser Hitze, die momentan herrscht, ein kurzes Video zu Tipps machen, wie man auf dem Motorrad besser durch so eine Hitze fährt. Wegen dieser Hitze gab es jetzt in den letzten Tagen auch erstmal kein Motovlog von mir, weil wir hatten hier 35 Grad im Schatten und es war echt viel zu heiß und schwül, als dass ich mich irgendwie hätte auf die Maschine schwingen können. Heute geht es wieder, 24 Grad sind es jetzt in den Abendstunden, das geht noch und ja, würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Also Leute, ihr seht schon, ich habe was anderes an den Beinen und darum soll es jetzt auch als erstes mal gehen. Auch wenn es extrem heiß ist und ihr müsst unbedingt Motorrad fahren, zieht eure Schutzkleidung an. Die rettet immer noch Leben, auch wenn es warm ist. Das, was ich jetzt gerade anhab, nein, das ist keine Baumwolljeans, das ist eine sogenannte Motorradbiker-Jeans. Die soll angeblich vom Material her so gut und robust sein, dass es mindestens so gut sein soll wie eine normale Textilkombi. Ich habe mir gesagt, komm, für 60 Euro probierst du das Ding einfach mal aus. Ich will jetzt auch noch gar nicht so viel dazu sagen. Falls das für mich gut sein sollte, werde ich dazu noch mal ein Review machen oder so. Ansonsten wird sie bei mir aus den Videos einfach still und heimlich verschwinden. Und ich werde auch kein Wort mehr drüber verlieren, weil für schlechte Qualität will ich nicht irgendwie Werbung machen oder so. Aber naja, anfühlen tut sich diese Biker-Jeans recht steif, also viel steifer, als man das jetzt so von einer normalen Jeans erkennt. Die fühlt sich auch irgendwie, ja, ich will nicht sagen nach Plastik irgendwie an, aber so als hätte sie zumindest irgendwie einen Überzug aus irgendeinem Material drüber. Fühlt sich auch nicht ganz so angenehm auf der Haut an. Also ich würde schon sagen, wenn man so eine Biker-Jeans haben will, sollte man darunter auf jeden Fall noch irgendwie Funktionswäsche oder so tragen. Aber naja, gehen wir mal weiter. Was sollte man noch tun, wenn solch warmes Wetter ist? Man sollte auf jeden Fall gucken, dass man irgendwie in einem kleinen Rucksack oder unter der Sitzbank oder irgendwo immer was zu trinken bei hat. Viele Leute unterschätzen das. Die denken, ach, ich fahre mal eben irgendwo nur kurz hin und sind dann irgendwie auf der Hälfte stehen, ich sag mal im Stau oder längere Zeit an roten Ampeln. Das wird extrem warm unterm Helm und diese Wärme sorgt nur noch mehr dafür, dass ihr austrocknet, und zu dehydrieren, das ist kein Spaß. Gerade wenn man es dann nicht merkt, weil man auf dem Motorrad sitzt und es sowieso warm ist, und dann macht es einfach nur noch irgendwann klapp und dann ist man vom Motorrad gefallen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem Vlog erzählt habe, das ist meinem Fahrlehrer mal passiert. Der wollte wohl irgendwie nur einem Fahrschüler kurz was zeigen auf dem Motorrad, hatte auch Klamotten alles an, alles gut soweit. War auch im Sommer, ich weiß nicht, so um die 30 Grad, ist so ein paar Mal um den Parkplatz gefahren, zurück zum Fahrschüler gefahren, angehalten. Und bevor er den Fuß auf den Boden setzen konnte, merkte er schon, irgendwas nicht ist in Ordnung, und es machte nur noch plopp. Und er ist samt dem Motorrad einfach umgefallen, weil es war einfach zu warm für ihn. Und er hatte auch nichts getrunken, hat gedacht, ach, geht schon. Falsch gedacht, und ja, er lag dann da. So, was auch noch zu empfehlen ist, sind sogenannte Trinksysteme. Die findet man meist so im Outdoor-Bereich. Praktisch ein Rucksack, der
oder so, so Trinkbeutel, die von innen mit einem wasserdichten Lebensmittel, echtem Plastik ausgehüllt ist, dass man praktisch Wasser reinfüllen kann. Und das Ganze ist dann mit einem Schlauch verbunden, den ich mir dann irgendwie hier so legen könnte und praktisch den mir in den Mund tun kann und daraus dann trinken kann. Ist jetzt eher weniger, um direkt während der Fahrt zu trinken, weil man muss diesen Schlauch ja irgendwie auch immer in den Mund kriegen. Aber es ist ganz gut, wenn man mal im Stau steht, dann kann man mal eben den Schlauch rausfummeln, eben schnell Visier auf, ein Schlückchen trinken und gut ist. Was uns auch schon zum nächsten Punkt kommen lässt, das Visier. Ich weiß, viele fahren gerne, wenn es was wärmer ist, mit offenem Visier oder halboffenem Visier. Da kann ich euch noch von abraten, Leute. Wenn ihr bei 30 Stundenkilometer mit offenem Visier fahrt und euch fliegt irgendwie eine Hummel oder irgendwie sowas in den Helm rein, ihr erschreckt euch erstens sowas von, wenn das Vieh euch auch noch irgendwo im Gesicht richtig reinklatscht. Dann, wenn das Vieh aus Panik dann irgendwie noch stechen sollte oder so, wenn es einen Stachel hat, das ist noch unangenehmer. Und erst recht, und am krassesten ist es, wenn euch irgendwie so ein scheiß Vieh in die Augen fliegt und ihr dann nichts mehr sehen könnt. Ihr kriegt einfach kurzzeitig Panik, ihr könnt das Lenkrad irgendwie verreißen oder sonst was. Es ist einfach scheiße gefährlich. Macht einfach, wenn ihr an der Ampel steht, das Visier mal auf, um durchzuatmen. Aber sobald grün wird und ihr losgefahren seid, klappt das Visier wieder runter. Da könnt ihr euch einiges mit ersparen. So, was hab ich denn noch so für Ideen oder Tipps für den Sommer? Was ich zumindest bei meiner Jacke hier machen kann. Ich habe zwei Reißverschlüsse, einen inneren und einen äußeren. Ich könnte jetzt, wenn es warm ist, den äußeren praktisch aufmachen, so dass ordentlich was Luft durchkommt. Denn der zweite innere Reißverschluss, der ist extra so gemacht, dass der Wind durchlässig ist, wobei der erste dann den Wind abhalten soll. So kommt dann nochmal ordentlich was Luft praktisch an meinen Oberkörper dran und kann mich runterkühlen. Ich weiß nicht, wie viele Kombis oder irgendwie oder Jacken das anbieten oder haben. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht und fahre gerade bei so Wetter auch meist praktisch mit offenem Reißverschluss, zumindest dem ersten. Dann noch ein Tipp. Es gibt Motorradstiefel, die haben praktisch so Schiebeöffnungen. Die kann ich, wenn es kalt ist, zumachen und wenn es warm ist, aufmachen. Da kommt also praktisch an die Füße so eine richtig schöne kühle Brise dran. Ist auch nur zu empfehlen, habe ich zum Beispiel bei meinen CD Raw Stiefeln auch. 1A Klasse funktioniert super. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Handschuhe sind sowieso Lederhandschuhe durch die Nähte meist auch ein bisschen zugiger, wie Textile, die irgendwie noch einen Überzug drüber haben oder so, der möglichst nahtfrei ist. Ja, auch nochmal so eine Empfehlung. Dann, was kann ich dir noch empfehlen? Ja, so generell zur Fahrweise, wenn es einfach warm ist. Wenn ihr jetzt, sage ich mal, eine Tour plant, guckt, dass ihr genügend Pausen zwischendurch macht. Nicht nur, um mal runter zu kühlen und die Klamotten auszuziehen, sondern auch einfach, um euch mal ein bisschen was zu bewegen, den Kreislauf wieder in einen vernünftigen Gang zu kriegen. Weil wenn er hier die ganze Zeit drauf sitzt, ist klar, so mit der Zeit, da sackt das Blut innerhalb des Körpers auch irgendwie ab. Das ist genau das Gleiche wie beim Autofahren. Auch wenn jetzt das Autofahren körperlich nicht so anstrengend ist wie das Motorradfahren. Aber auch da ist der Kreislauf eher runtergefahren, weil er jetzt nicht so sportliche Hochleistungen tätigen muss. Dann, wo war ich? Ich war ja vorhin noch bei der Schutzkleidung. Ein ganz wichtiger Punkt, warum ihr auf jeden Fall Schutzkleidung anziehen sollt, ist der Motorblock und die Motorwärme. Ich habe erst vor kurzem einen Arbeitskollegen gesprochen, der fährt auch Motorrad. Und er sagte,
Er war auch letztes Mal in Düsseldorf und stand auch im Stau. War auch recht warm mit um die 30 Grad. Und er hatte nur eine Jeans an. Und ja, stand dann so an der roten Ampel. Es war halt warm, Beine waren warm. Nichts Besonderes. Und auf einmal hat er einen Schmerz im linken Bein, war es glaube ich, gespürt, im Oberschenkel. Und dann war der Motor so heiß gelaufen. Und er hatte irgendwie so eine blöde Stelle, mit dem er, wo er mit dem Bein praktisch den Motorblock ein bisschen berührt hat. Und die Jeans an der Stelle, die hat sich halt aufgeheizt und aufgeheizt. Und irgendwann wurde es so verdammt heiß, dass er sich fast mit seinem Bein am Motor verbrannt hat. Also da auch auf jeden Fall drauf aufpassen, weil wenn er irgendwo so steht oder selbst in der Fahrt und es wird irgendwie heiß, ihr könnt nicht mal eben komplett absteigen oder so. Ich meine, bei der Fahrt könnt ihr dann noch die Beine irgendwie ein bisschen bewegen, aber wenn er jetzt an der Ampel steht, linker Fuß unten und auf einmal ist es an der linken Seite ordentlich am Brennen, da fangt ihr auch erst nicht an, den anderen Fuß auf den Boden zu machen und den linken dann abzuwinkeln oder so, ja. Dafür ist der Reiz einfach viel zu schnell und viel zu schnell da, als ob ihr das noch irgendwie groß kontrollieren könnt. Ja, was gibt's denn noch so für Tipps? Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps, wie man sich so das Fahren im Sommer ein bisschen angenehmer gestalten kann. Ich für meinen Teil versuche ja auch an Ampeln oder so möglichst nicht zum Stillstand zu kommen, weil selbst wenn ihr noch jetzt hier so ganz langsam fahrt, es ist immer noch was Bewegung in der Luft, was zumindest die warme Luft noch abhält, weil man hat ja nicht nur die Sonne, die dann runterknallt, sondern ihr seid ja auch noch selber Wärmeproduzent durch den Motor. Und wenn dann da die warme Luft hochsteigt und die wird jetzt nicht durch so einen leichten Wind irgendwo hinweggetragen, dann steigt die einfach an eurem Körper hoch und bleibt dann praktisch da. Ja, was kann ich noch sagen? Ich glaube, das ist so alles, was mir jetzt mal so eingefallen ist. Ich hatte jetzt nicht extra irgendwie im Internet nachgeguckt oder so. Wie gesagt, es war einfach in den letzten Tagen so warm. Ich war auch dementsprechend recht faul und habe meine Seele ein bisschen baumeln lassen. Aber wie gesagt, vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp, wie ihr es euch ein bisschen im Sommer angenehmer gestaltet. Schreibt es mal einfach in die Kommentare rein. Vielleicht kriegen wir da ein paar ganz gute Tipps zusammen. Ja, ich hoffe, das Wetter, das bleibt jetzt so unter den 30 Grad. Dann kann ich nächste Tage auch nochmal wieder ein paar Videos machen. Dann ist auch nicht so eine lange Pause da. Und dann würde ich sagen, für dieses Video soll es dann erstmal gewesen sein. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar mit euren Hitzevermeidungstipps da. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Motovlog, Leute. Bis dahin macht's gut, haut rein, ciao.